Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar SeoTrader Helpdesk mit Dirk Hilger und meiner Wenigkeit. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie auch heute wieder live dabei sind. Schon wieder einen Monat her seit dem letzten Helpdesk-Webinar sind sicherlich wieder Fragen entsprechend aufgetaucht. Bevor ich aber jetzt weiterleite an den Dirk, immer den Risikohinweis. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Auch wenn der Dirk im Hintergrund viele Geräusche macht. Und Sie natürlich müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Gut, Dirk, hast du dein Glas Wasser? Ja. Sehr gut. Okay. Ich glaube, ja. Dann übergebe ich es sehr gerne. Erstmal aus, als könnte da auch irgendwas funktionieren. Dann übergebe ich den Bildschirm. Ich habe dir auch die Fragen der Teilnehmer, die wir vorab bekommen haben, auch per E-Mail weitergeleitet. Ja, das ist super, da kann ich jetzt nicht mehr drauf zugreifen. Das habe ich mir gedacht. Ja, das impliziert mein zu spät kommen, aber auch irgendwie, oder? Also für Vorbereitung und Organisation eine glatte 6 heute. Ja, das stimmt. Aber ist doch auch mal ganz nett. Kann man doch mal machen, oder? So, dann jetzt aber immerhin an der Stelle dann hallo und herzlich willkommen zum Helpdesk. So, jetzt müsste aber irgendwie alles da sein, so halb, ne? So, ich müsste da sein, samt Ton, Bild müsste da sein, alle Störungen eliminiert, hoffe ich doch mal. Und ja, können wir also quasi loslegen. So. Also, Nelson ist ja schlimmer als bei Thorsten. Ja, hier sind ja ganz viele Fragen, nämlich keine. Das finde ich gut. Von wegen. Aber nein, vielleicht. Vielleicht fangen wir doch mit den Fragen, die wir vorab bekommen haben. Ich habe sie natürlich dabei, immer als Backup, falls du die nicht hast. Ja, jetzt bin ich hier wirklich einmal zu spät. Ne? Das muss ich jetzt wahrscheinlich ewig anhören. Das ist ja wirklich auch noch nie vorgekommen. Ich kennt doch jeder, oder? Man hat dann irgendwie Sachen im Kopf und plötzlich ist die dann halt verdreht. Und man ist überzeugt davon, wir starten Helpdesk immer um 18:30 Uhr. Ich meine, ich gucke ja dafür nicht auf den Kalender. Ne? Das ist ja irgendwie so. Nein. Ich habe zu wenig Schlaf. Und der Lutz hat es ja auch nicht zweimal reingepostet in deine eigene Gruppe. Also kann man ja auch sehen. Ja, ich gucke aber doch nicht auf die Uhrzeit. So, das ist doch irgendwie verinnerlicht eigentlich. Ne? So. Gut, ich sage da jetzt nichts mehr. Okay. Solange ich zu den NFPs nicht um 4 Uhr komme, ne? Ist doch alles gut. Du kriegst einen Erinnerungsanruf vorher, ab sofort. Also. Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar hatten wir jetzt ein paar Mal die Frage zu den Add-ons für die SeoTrader, Return to Open, ATR Bracket und Cluster Trading. Mhm. Da bitte nochmal drauf eingehen. Werden wir in Gänze nicht machen können. Ne? Also generell ist es so, von dem, was da jetzt aufgezählt worden ist, ist Return to Open? Ist das in der Abteilung Robots dabei? Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Das muss ich wirklich so sagen. Das ist, jetzt mal ernsthaft, ist das dabei? Ich weiß es wirklich nicht. In den Samples oder in den Robots? Dann muss ich ganz kurz meinen SteelTrader auch mal aufmachen. Weil bei mir ist natürlich alles Mögliche drin und das Ding gibt es und ich weiß, ich habe das vor 2, 3 Jahren irgendwann mal für den Carsten, der ist wahrscheinlich ja nicht dabei. Ja, ist dabei bei den Robots. Ja, für den Carsten irgendwann programmiert. Das ist irgendwie eine Logik, dass der halt zur Eröffnung zurückkommt. Aber ohne Flachs, ich weiß es wirklich nicht mehr, was dahinter steckt. Ist der Carsten zufällig da? Carsten S. Punkt, der neuerdings auch ganz viel auf dem SteelTrader rummacht. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte er sich schon gemeldet. Weil das war halt mal irgendwie so eine Logik. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, tut mir leid, muss ich wirklich passen an der Stelle. Kannst du den anderen was sagen? Das war welcher nochmal?
ATR Bracket und Cluster Trading. Also ATR Bracket, das hatten wir schon mehrfach thematisiert in den Helpdesk Webinaren, wenn nicht sogar irgendwie im, also wir haben das wirklich komplett auseinandergenommen vor irgendwie letztes Mal oder vorletztes Mal. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal machen, aber generell ist es halt so, dass das ATR Bracket, wenn es denn bei mir jetzt läuft, das kann ich es leider nicht versprechen. Kannst mal versuchen. Ja, generell ist es halt also ein Bracket Order, ne? Das heißt also Short und Long auf der einen Seite, beziehungsweise auf gegenüberliegenden Seiten. Und hier aber halt ausgerichtet an der ATR. So, jetzt mal gucken, ob das hier funktioniert. Möglicherweise nämlich jetzt bei mir halt tatsächlich nicht, aber das kann auch sein, dass es einfach nur verstellt ist. Beziehungsweise ich mache einfach mal, ich wechsle mal den Timeframe auf eine Minute. Dann ist die Chance höher, dass wir da gleich nochmal irgendwo was bekommen. Also generell ist es. Und, generell ist halt so, dass die ATR halt bemessen wird. Und halt eben, jetzt muss ich mal gucken hier, also zum Beispiel ATR 14 wird genommen, da wird eine minimale ATR noch genommen. Zum Beispiel halt jetzt hier fünf Punkten, die wir hier auch nicht haben, deswegen kommt auch keine Order, weil heute ist ja Volatilität schlichtweg nicht vorhanden. Mal gucken, ob man die, ob das was bringt, wenn wir die jetzt auf Null stellen, damit eben da kein Kriterium mehr da ist. Kann man halt hier drumherum halt letzten Endes dann damit halt zum Beispiel halt einen Ausbruch einfangen. Ne? So, und das heißt, ich kann mich halt hier, solche Sachen, ne? Aber auch ganz ehrlich, es gibt das History Trading. Ne? Einfach mal das History Trading starten, im MetaTrader 4 reinziehen, mit den Parametern rumspielen und dann einfach halt mal gucken, wie das Ganze dann halt eben oder wie es dann halt reagiert. Weil vom Prinzip her ansonsten müsste hier eigentlich halt relativ viel auch dabei stehen. Ne? Also hier zum Beispiel die Berechnungsbasis, dann halt hier die minimale Anzahl an Punkten, die ich brauche. Dann kann man den ganzen, die ganze Geschichte noch glätten. Das heißt also nicht, dass er auf jeden Tick dann halt direkt draufhängt. Ja, also hier eine Glättung halt eben von dem jeweiligen Kurs. So, hier sieht man es, ne? Das kommt natürlich dann dabei raus, wenn die Vola halt viel zu gering ist. Und wir sind ja, wir haben ja jetzt, die Vola ist ja schlichtweg nicht vorhanden. Das ging jetzt natürlich auch so schnell, dass man es auch nicht gesehen hat. Macht auch jetzt hier zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn. Und das heißt, der tanzt im Prinzip um den Kurs drumherum. Ich kann mal gucken, ob ich da hier noch irgendwie mit der Distanz noch irgendwas reißen kann, damit man es halt zumindest mal sieht. Ist jetzt hier aber auch ausgeschaltet. Mal einschalten. So. Und kann dann halt hier zum Beispiel Modus Stop oder Limit. Das heißt, Stop würde bedeuten, wie gesagt, ich hoffe, er macht das jetzt überhaupt halt nochmal. Und dass er Stop würde bedeuten, ich handle halt den Ausbruch. So. Ja, das. Also, das ist jetzt hier natürlich echt der Vorführeffekt. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen traurig. Aber damit, das müsste ich. Ich habe da aber auch irgendwann mal Einstellungen irgendwo oder auch ein bisschen einiges dazu geschrieben bei dieser ganzen Geschichte. Wo das eigentlich in aller Ausführlichkeit irgendwie drin sein sollte. Ich kann aber hier jetzt auch sowieso, wie gesagt, das kann so ein bisschen abenteuerlich bei mir jetzt hier sein, weil die Version vom StereoTrader, die, das sind jetzt gerade Sachen drin im Test, die nicht viel damit zu tun haben mit denen, was halt jetzt draußen ist. Von daher kann es sein, dass es auch hier völlig falsch ausgeführt wird. Also, aber halt nochmal in Kürze. Oder was ich mal machen kann, ich versuche es mal auf dem MetaTrader 4. Das sind nämlich die aktuellen Änderungen noch nicht drin. Da kann ich es halt mal versuchen, ob das da gelingt. Erstmal auf aktiv stellen. Von wem kam denn die Frage? Die Frage kam von Helmut. Okay. Also ich versuche es mal hier. Wo sind wir hier? M15. Ich gehe hier auch mal auf den M1. DAX. Der lebt ja überhaupt noch. Das ist unglaublich heute.
Ich war so heilfroh, heute Morgen meine 25 Punkte, das ist ja die ganze Tagesrange war das ja fast, da eingefahren zu haben und danach nichts mehr gemacht zu haben. Das war die beste Könnte Entscheidung meinen, des wir haben Tages. Feiertag. Bitte? Man könnte fast meinen, wir haben Feiertag. Ja, also überall, es sieht aus wie Weltfeiertag heute. Der DAU war ja auch nicht besser, glaube ich, oder? Ich habe gar nicht geguckt, was da los war. So, ich versuch's mal damit. Können wir vielleicht hier ein bisschen mehr Glück haben. Also erstmal einschalten. Ja, ich weiß. So, aber irgendwie will er hier jetzt auch, warum auch immer, keine ja, Distanz auch mal hier mal größer. Distanz 20 Punkte. Ich gebe hier einfach mal ein bisschen was ein. ATR 14, ATR Min, das muss ich auf 0 lassen. So, Stop. So, mal gucken, ob jetzt hier was kommt. Eine Sell-Order ist schon mal da. Gibt es auch eine Buy-Order? Ja, genau. So, hier funktioniert es zumindest jetzt. Also, das heißt, nochmal zusammenfassend. Ich suche mir halt die ATR aus. ATR sollte klar sein, was es ist, die Average True Range, also letzten Endes die Volatilität, jetzt hier gemessen auf den M1, weil der halt hier an ist. Ich gebe hier ein Minimum an, was ich überhaupt brauche, damit das Bracket halt aktiv wird. Hier stelle ich meine Glättung ein. Und dann kann ich außerdem dem Markt noch sagen, nach wie vielen Ticks er die Orders halt auch anpassen soll. Das heißt, die bleiben nicht stupide da liegen, bis sie gefüllt werden, sondern laufen so ein bisschen halt dann auch eben noch mit. Also zum Beispiel halt alle 20 Ticks wird das ganze Ding hier neu gesetzt. Das ist halt natürlich, das führt dann dazu, dass man ohne weiteres gar nicht in den Markt reinkommt, ist aber auch so gewollt, weil es in dem Fall würde es bedeuten, dass halt man eigentlich nur eingestoppt wird, wenn halt wirklich ein Ausbruch kommt. Das heißt, wenn die Vola zunimmt und vor allen Dingen halt in eine Richtung gerichtet ist. Ne? Wenn jetzt einfach nur die Vola zunimmt, würde das Ganze drumherum tanzen. Wenn aber jetzt halt zum Beispiel was kommt, so eine Kerze, so die hier so einfach nach oben läuft, dann würde man auch gefüllt werden. Und das ist ja das, was damit dann auch gewollt ist. Ne? Und hier halt von der Richtung, hier steht Modus, gibt es halt Limit oder Stop. Und hier ist es halt Stop, das heißt halt Ausbruch. Stop Order bedeutet dann in jeweils die Richtung wird man dann halt gefüllt. Ja, hier durch die Automatik. Und wenn ich es umgekehrt mache, nehme ich halt mit Limits, dann sieht das Ganze so aus. Hier auf Limit das Ganze nochmal einschalten und dann sollten wir jetzt eigentlich machen Stop-Loss mal aus erstmal. Dann sollten wir jetzt halt hier eigentlich bei der nächsten Minutenkerze müsste das dann gesetzt werden und das heißt, dann spekulieren wir eigentlich auf einen Fehlausbruch. Kann natürlich auch Sinn machen, ne, weil man ja oft, weil man im Seitwärtsmarkt hat, mal irgendwie gerne mal Ausreißer in die falsche Richtung und dann geht es halt wieder zurück. Und genau solche Sachen würde man damit einfangen können. Ne. Aber wie gesagt, um da halt ein bisschen Gefühl für zu bekommen, was diese Geschichte halt eigentlich macht, da wirklich mal im History Trading dann halt mal irgendwie da mal mit rumspielen. Das ist eigentlich schon ganz interessant, weil man halt eben in der Lage ist, die Vola einzufangen. Dann gibt es hier noch so ein paar Einstellungen wie maximale Anzahl Limits. Ne? Das heißt, der kann auch zum Beispiel, wenn ich gefüllt bin, weiterhin Limit Orders halt setzen. Nur Stop Orders natürlich nicht, weil das macht ja keinen Sinn. Aber halt, um mich dann halt sozusagen halt auch in den Markt zu averagen. Ne? Also halt letzten Endes zu verbilligen dann halt. Und beziehungsweise immer wieder dann halt einzusteigen. Und genauso hier kann ich halt noch Attribute halt angeben für die Orders, also hier zum Beispiel halt Reverse und kann mir das halt so recht genau halt eben alles einstellen und hier auch eine Progression, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn die erste Limit irgendwie ins Minus läuft, dann kann ich auch irgendwie die zweite noch reingeben und kann eine Progression halt dazugeben und hier halt auch den Stop-Loss gleich als Faktor von der ATR mitgeben, Trading Beginn und Trading Distance, ne? Das kann ich also alles hier einstellen lassen. Bei den Werten ist halt so, wenn da muss was anderes dann als 0, glaube ich, drinstehen. Oder leer geht auch, genau. Man kann die auch leer lassen, die Felder. Und dann werden die halt nicht berücksichtigt. Aber wie gesagt, nochmal, am besten mal im History Trading. Und da kam ja auch die
Eine Frage dazu. History Trading im MT5? Nein. Gibt es nicht und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Das liegt nicht daran, dass ich das nicht will. Das liegt wohl eher daran, dass Metaquotes da irgendwie kein Interesse hat, den Strategietester da halt irgendwie mal vernünftig auszubauen. Weil man kann, es macht auch keinen Sinn, den im MT5 zu verwenden. Viel weniger als im MT4 aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann halt dort noch nicht mal Linien zeichnen. Ich kann keine Indikatoren einführen. Ich kann gar nichts eigentlich in dem MetaTrader 5, in dem History Trading, in dem Tester machen. Also da geht so gut wie nichts. Und das, was geht, das geht auch irgendwie noch, wird auch noch falsch dargestellt. Also das ergibt keinen Sinn. Und solange das halt eben im MetaTrader 5 so ärmlich behandelt wird, kann ich da halt eben, also rein technisch, ich meine, es gibt in den Beta-Versionen vom StereoTrader, ist das Ding zwar aktiv, aber das ist wirklich nur gedacht, um Fehler zu finden, aber wirklich damit arbeiten kann man halt leider nicht. History Trading geht doch nicht, wenn man nur den MT5 hat, ganz genau. So, einfachste, wo man das testen kann, das fragt die Elisabeth, Demokonto MT4 aufmachen, MetaTrader 4 herunterladen und los. Das ist das Allereinfachste, aber wie gesagt, der ist eh 100-mal besser dafür geeignet als der MetaTrader 5 Strategietester. So. Genau, in der E-Mail wurde ja, wie gesagt, auch wegen Cluster Trading was gefragt und wir haben hier um 18:01 Uhr, wenn du im Chat mal schaust, auch eine Frage zum Cluster Trading. So, 18:01 Uhr schreibt der Michael, ich muss jetzt lachen. Gut. Ja, muss ich auch. Ist gut, wenn man sich selber noch lachen kann. So, um 18:01 Uhr. Och, Ja, hier ist von Sepp. ja, hier sind die Zeiten durcheinander. Was ist das denn? Das ist ja lustig. Ah, okay. Okay, also da geht es darum, ob End-Long-Hold funktioniert. Sollte es natürlich eigentlich schon, aber was halt immer bei diesen ganzen Triggern, also hier gemeint ist halt das Cluster-Trading hier in dem Bereich. Ich kann ja zum Beispiel halt eine Linie definieren. So, und dann zum Beispiel sagen, wenn ich halt irgendwie Long Hold bin an der Stelle, das ist natürlich, wir werden es jetzt nicht testen können, ne? Das, dafür ist schlichtweg keine Wohler da. Kann ich ja hier dann halt sagen, was an dieser Linie passieren soll. Also End Long Hold hier natürlich über Anwenden und muss natürlich auch im Zeitraster drin sein. Das nur mal, um die Frage jetzt aufzugreifen. Ich kann dazu, wie gesagt, leider gar nichts jetzt sagen, weil es ist. Sieht man anhand der Wohler, es ist unmöglich, das auszuprobieren. Was aber halt immer wichtig ist, ich brauche also halt wirklich, die Messung geht immer, ich glaube, über eine Sekunde. Und das heißt, wenn der nur einmal so eine halbe Sekunde drüber spuckt und da wäre das nicht erreicht. Wenn ich aber eine Kerze habe, die durchgeht, dann ist es halt erreicht, ne? Dann ist der Trigger auf jeden Fall an der Stelle dann auch gezogen. Und aber das müsste ich wirklich ausprobieren. Das ist. So leid mir das tut, aber ich glaube, man sieht ja auch, dass es hier einfach, der Markt bewegt sich ja halt leider nicht, dass wir da jetzt halt wirklich nichts irgendwie probieren können, was damit zu tun hat. Also, wie gesagt, das muss ich mir leider wirklich angucken. So, der Nelson hatte einen lustigen Spruch gebracht. Nelson, was hast du denn für einen Spruch gebracht? Ja, genau, ich sehe, um 18:01 Uhr war ich ja noch gar nicht da. Was hast du gelästert, Nelson? Das hat Ich habe nämlich nichts. gelästert. Nein, nein, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Das hat nämlich der Michael, ne, der sich hier vorhin gefreut hat und etwas lustig fand. Es ging ja gar nicht. Und mich konnte er auch gar nicht, weil 18:01 Uhr, also kann ich das nur daraus schließen. Nee, ich fand es nur lustig, wie ich wahrscheinlich guten Tag gesagt habe oder guten Abend. Ich höre mir das nachher mal an. Dann ist das in der Aufzeichnung wahrscheinlich ja gar nicht drin. Er ist nicht dabei. So, geht weiter mit Andreas, 18:02 Uhr. Okay.
So. Boah, das ist hier immer so klein alles. Also, kombinierte Strategie, bei der ich in, also, ich hab doch mal hier. Ja, das passt gar nicht hier rein, ne? Moment. Oh, nein. Jetzt geht das wieder los. Das kennen wir schon, ne? Ich hab mal einen Schreck, wenn sich hier die Farben ändern. So, mal gucken, ob wir das hier wieder hinkriegen. Müsste aber eigentlich gehen, ne? Ja, passt halt nur nicht rein. Also, ich habe eine kombinierte Strategie, bei der ich unter dem Reiter strategische Order für Buy und Sell verschiedene Parameter brauche. Lässt sich das im Stereo Trader irgendwie einrichten oder anders umsetzen? Mehrere Sell Stop, Sell Limit in der Mitte, eine Buy Stop. Die Sales werden mit EOP. Was ist EOP? Also End of Period. Ganz große Fragezeichen bei mir gerade. Sieht man auch, glaube ich, an meiner Reaktion. Ich Authentisch, habe ja. eine kombinierte Strategie, bei der ich unter dem Reiter strategische Order, okay, für Buy and Sell verschiedene Parameter brauche. Gut, lässt sich das im Stereo Trader irgendwie einrichten oder anders umsetzen? Ach so, okay, verstehe. Es geht um die strategische Order. Tatsächlich nicht, aber was man dabei ja machen kann, ist mit isolierten Strategien das Ganze darstellen, ne? Also das heißt, dass ich halt in einem, auf einer Seite halt nur Long mache in einem Chart und dem anderen als Beispiel dann halt nur Short. Das kann ich ja zum Beispiel machen. Also ich kann ja hier ganz einfach über, wenn ich hier zwei Fenster aufmachen will, ich habe hier einmal den DAX, so mache dann halt einfach nochmal den DAX. Ja. Also bei FX Flat ist es ohnehin ja auch einfacher möglich, weil man ja auch einmal den DE30 und dann noch den Mini auch hat. Aber dann halt hier entsprechend über isolierte Strategien gebe ich der halt einen anderen Namen. So, und dann habe ich zwei aktive Charts und könnte dann jetzt hier natürlich da halt jetzt auswählen, was auch immer ich will und sage dann halt hier nur Short. Und da auf der anderen Seite wähle ich halt meine Long-Abteilung aus und sage halt nur Long. Also damit wäre es auf jeden Fall darstellbar. Und nur halt eben nicht in einem Chart. So, das funktioniert zwar, ist aber nicht möglich für die Strategie. Dann, ja. Dann wird es wohl nicht funktionieren. Also, weil das Problem ist halt einfach, dass man natürlich halt hier, wenn man jetzt als Beispiel die Geschichte hier erweitert, bei der erweiterten strategischen Order, dass natürlich das ganze Ding natürlich halt doppelt so hoch wäre, ne? Also das heißt, das wäre halt ein ziemlicher Wust dann auch wiederum halt an Parametern. Also ist momentan nicht vorgesehen. Könnte man sicherlich machen, aber da die Frage jetzt wirklich ganz neu ist, in der Form leider nicht. Und ich kann mal nochmal drüber gucken, ob ich dann was einfällt. Ja, nee, dann funktioniert das in der Form, also für die Strategie auf jeden Fall nicht. Okay, also, sorry. Gut, dann geht's mit Horst Jürgen weiter, wobei ich glaube, das ist per E-Mail besser zu beantworten, aber kannst ja mal Mit reinschauen vielleicht. Haustieren. Haustieren? Hast du gesagt, es geht mit Haustieren weiter? Per E-Mail. Nee, davor hast du doch gesagt, es geht was mit Haustieren weiter. Also, egal was du heute genommen hast, lass es. Tut dir nicht gut. Hat Haustieren gesagt? Oh Mann. Ja, ich sollte vielleicht einfach mal mehr schlafen. Das wäre Das hilft halt, manchmal. ja, das kann schon mal helfen. Aber ich bin halt immer so, ich freue mich halt immer so aufstehen zu können. Das klingt total
Komisch, aber das ist tatsächlich so. Ja. Gut. Ja, schau es dir mal an. Was? 18:02, Horst Jürgen. Ach, Horst Jürgen. Jetzt weißt du, wie ich auf Haustiere komme, oder? Nein, immer noch nicht. Das klingt genau so. Also 18:02 habe ich nichts. Das war die einzige. Also der Teilnehmer kriegt eine Fehlermeldung, und zwar Zero Divide in Dom MQH. Ja, gut. Ist in der Beta längst behoben. Weiß der Geier, wo das plötzlich herkommt. Das war ja irgendwie nie und plötzlich ist es dann da. Also ich vermute mal, es liegt an dem letzten Metatrader-Update. In der Beta ist es schon behoben, nur ist die halt noch nicht offiziell. Das ist alles. Also ist bekannt und schon wieder vergessen. Und es ist halt doof, dass es halt jetzt irgendwie gerade so ist, aber ich denke mal, wir kriegen im Laufe der Woche auch nochmal eine neue Release und dann ist das sowieso vom Tisch. Aber wieso habe ich diese Nachricht hier nicht? Ich sehe die Frage nicht, ne? Ich habe nur eine einzige, die ist von 18:02 und die haben wir gerade irgendwie beantwortet. Ah, die ist davor. Der sortiert das hier völlig falsch, ne? Ist es bei dir auch so, oder? Nein, bei mir ist es nicht so. Ich sag ja, lass es weg. Nein, ist das wirklich so? Bei mir kommt 17:59 Uhr, die nächste Frage ist 17:55 Uhr, dann kommt 18:02 Uhr und dann kommt 18:01 Uhr. Und dann kommt 18:01 Uhr, 18:02 Uhr, 18:01 Uhr, 18:05 Uhr, komplett kreuz und quer. Ist ja nicht schlimm. Ich helfe dir. Obwohl ich auf hier, ne, sortieren da oben gedrückt habe, dass das halt irgendwie auch nach der Uhrzeit geht. Keine Ahnung, was das hier ist. Passt aber. Also Okay. zum ganzen Webinar heute. Dann haben wir eine weitere Frage von 18:12 Uhr von Ralf. Hallo Dirk, zeigst du bitte mal, wie man zum Beispiel die rechteckigen Handelszonen einzeichnet? Das kann ich jetzt auch wieder suchen. Das gibt es nicht. Ne? Ich mache dir einen Screenshot, weil du glaubst mir das nämlich nicht. Den schicke ich dir nachher. Oh, ich glaube. So. Also Cluster Trading wieder das Thema. Ach so, ja. Ganz einfach. Ne? Hier unten, da bei diesen, hier sind ja entsprechend halt die Elemente. Ich kann einmal horizontal, einmal diagonal, dann halt hier einen Kasten und einen diagonalen Kasten. Also, ne? Das ist mathematisch natürlich der völlig falsche Ausdruck. Hier wäre es natürlich aber ohnehin halt, ist ein Kanal damit gemeint. So, das heißt, ich klicke hier einfach da drauf und dann ist er da eigentlich schon. Ne? Und dann kann ich den ja halt verschieben und dann halt entsprechend dann halt auch hier hinlegen, wo ich den halt haben will. Und dann muss ich den nur noch anwenden. Es gibt übrigens noch einen Shortcut. Ich weiß gar nicht, ist es hier angezeigt. Nee. Wenn man hier, glaube ich, mal gucken, was jetzt geht. Ja, genau. Also wenn ich den halt auf den ganzen Handelstag strecken will, der in den Profildaten hinterlegt ist, dann muss ich das nicht etwa da rum schieben, in der Gegend rumschieben, sondern wenn ich halt hier so einen Kasten halt gemacht habe und sage, na gut, das ist halt meine Short-Geschichte. So, weil hier oben drüber wäre ich eher Short, nur mal als Beispiel. Und sage ja dann hier zum Beispiel dann halt Short, ja, wähle ich ja halt hier aus für den Bereich. Und wenn ich dann Shift gedrückt halten und dann halt hier auf Anwenden und dann wird das entsprechend über die ganze Profilzeit gelegt. Ne? Profilzeit ist ja das, was hier eingestellt ist, bei Symbol 1 Uhr, 22:30 Uhr. Das heißt, dann legt er das automatisch auf die Zeit von 1 Uhr bis 22:30 Uhr. Da muss man das nicht so genau von Hand zu Fuß machen. Und mit den anderen Geschichten ist es ganz genauso, ne? Also mit Linien, das geht nicht nur mit Kästen, sondern mit Linien auch. Ich da jetzt halt sage, Flat und dann anwenden mit Shift-Klick und dann zieht er das auch entsprechend ganz darunter. Und wenn ich es ohne Shift-Klick mache, gut, hier ist wahrscheinlich dann sowieso nicht, bei einer Diagonalen, aber halt, wenn ich das mit so einem Kasten mache und sage dann halt hier Long, ohne Shift-Klick wird es einfach so genommen, wie es ist. Okay. Gut, da kamen auch noch ein paar andere Fragen dazu, aber ich glaube, das passt soweit.
Dann die nächste Frage von 18:20 von Michael. Im Tagesausblick nutzt du zwei Module, die unten eingeblendet sind, PryEx und Live. Wo erhält man diese? Vielen Dank. Gar nicht. Ja, du siehst die Frage nicht, aber ist nicht schlimm. Nee, nee, doch, doch, ich sehe die Frage tatsächlich. Aber gar nicht. Also das ist halt intern bei mir und gibt es in dieser Form nicht. So, jetzt sind meine Fragen ganz weg. Jetzt wird es ganz interessant. Wie habe ich das jetzt hingekriegt? Ah, das Da wir ist. auch neue Teilnehmer dabei haben, Alter Schwede. Das könntest du kommt wieder. gleich, wenn das gleich wieder funktioniert bei dir. Hörst du mich überhaupt noch? Ja, ich höre dich noch. Kurz zeigen, wie man denn aus dem SteelTrader heraus das Update einspielen kann. Genau. Also, da war noch die andere Frage, ne, mit den Updates, wie das überhaupt läuft. Also es kommt eine Meldung im SteelTrader, dass ein Update verfügbar ist. Das ist auch ziemlich penetrant. Das kommt dann irgendwie jede Stunde, bis man es dann, also wenn es, es gibt immer einen Unterschied, ja, es gibt Updates, die werden jetzt nicht groß angekündigt, weil es halt irgendwie dann nur Kleinigkeiten sind, und dann gibt es welche, wo dann halt zum Beispiel, wenn es dann halt um das Thema Sicherheit geht, die werden natürlich nicht nur angekündigt, sondern, also die werden auf jeden Fall mindestens angekündigt, das heißt, dann erscheint, glaube ich, irgendwie einmal pro Stunde kommt dann ein Hinweis, und dann gibt es andere, die werden halt erzwungen. Sowas gibt es dann auch. Das heißt, dann startet der SteelTrader gar nicht mehr, wenn er nicht abgedatet wurde, ab einem gewissen Zeitpunkt. Beziehungsweise das ist dann halt ein Muss-Update, da kommt man nicht drum herum. Und sobald die Meldung kommt, da steht halt einfach hier mittendrin, steht dann entsprechend dann halt ein Hinweis. Dann gehe ich hier oben einfach auf diesen kleinen Knopf, na, hier oben neben der Uhr und dann hier auf der Hauptseite und dann Installation Manager. So, den führe ich dann halt einfach aus und lasse mich da halt einfach durchleiten, durch was dann halt kommt. Bei mir macht das jetzt wenig Sinn, weil wie man sieht, bei mir steht fast nichts an Text drauf. Das hat aber andere Gründe. Das heißt, das ist der ganz normale Installationsprozess und da steht dann halt entsprechend, kann man dann auswählen, halt MetaTrader und der erkennt auch automatisch dann schon, wo er ist und man muss eigentlich immer nur weiter, weiter, weiter und dann hat man das Update eingespielt. Also, wie gesagt, hier einfach oben aufs, neben die Uhr, da wo der kleine Pfeil ist. Man kann übrigens hier auch, wenn man die Maus lange gedrückt hält, dann kommt hier so ein kleines Menü, kann man auch darüber gehen, SteelTrader Setup und dann halt hier auf Installation Manager. Gut, wenn ich nichts übersehen habe, dann haben wir erstmal keine Fragen, obwohl wir noch Zeit haben. Also wenn Das Sie ist noch toll. Fragen haben, Ich freue mich darüber, weil dann. ich nämlich hier gerade noch so ein paar Sachen am Fertigmachen bin und mich tatsächlich dann, ich da nicht so böse drum wäre. Nein, 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 nein. Also wenn Sie Fragen haben, dann sehr gerne beantwortet. Dirk hatte ja gerade nochmal wiederholt. Und nutzen Sie die Gelegenheit. Ansonsten hat er tatsächlich heute ein bisschen früher Feierabend. Ja, ist doch schön. Wir sehen uns ja sowieso morgen früh wieder, ne? Ja, soll ich dich anrufen? Soll ich dich wecken? Oder? Komm vorbei. Das ist ja wahrscheinlich das Sinnvollste. Erwecken muss er mich ja nicht. Das ist ja genau der Punkt. Ich bin ja viel früher wach, als ich ja immerhin nach außen zugebe. Das soll er, muss ja auch gar nicht wieder wissen. Aber hier kommt Und noch ein Bild. Ich muss dich kurz unterbrechen, bevor ich es ja, vergesse. schade. Ja. Hier kommt noch eine Frage, die gar nicht so unwichtig ist. Wenn man das Update jetzt macht, muss man auch die Add-ons alle updaten. Genau. Also manche sind ja dabei, ne? Aber es hat hier die Partner-Add-ons, die muss man auf jeden Fall updaten. Ne? Das heißt also alles, was irgendwie einen Namen dahinter hat, jetzt hier sei es von Heiko, Thorsten oder wem auch immer, und die muss man dann halt alle separat updaten. Ne? Die haben damit nichts zu tun. Da können auch mal eigene Updates kommen und das wird aber, Entschuldigung, dann auch entsprechend dargestellt und so, dass man es das halt nicht verpasst. Ne? Die muss man tatsächlich dann separat machen. Okay, dann kannst du jetzt nochmal fortführen. Dich Weil muss es nicht mehr keiner ruhig wecken. war. Dich muss keiner wecken, sagst Nee, mich muss keiner wecken. du. Das ist Aufstehen ist nicht das Problem. Okay, ich sag nochmal jetzt letzte Runde. Gerne nochmal. Was?
Moment. Ja, das musst du jetzt natürlich was Ja. dazu sagen. Also der Klaus fragt, habe ich das richtig verstanden? MetaTrader 5 macht zum Handeln keinen Sinn. Nein, das ist so ganz und gar nicht wahr. Natürlich macht der Sinn. Der macht sogar mehr Sinn als der MetaTrader 4, weil man ja schon halt, also speziell jetzt hier mit dem StereoTrader halt ja Sachen machen kann, die mit dem MetaTrader 4 ja nicht gehen. Die Rede war vorhin nur vom History Trading. Also das heißt, ja, hier das Testen in der Historie, weil das halt mit dem MetaTrader 5 einfach halt überhaupt nicht geht. Ne? Das ist halt so das Problem. Das sieht man gerade weg. Und das heißt also, hier ist ja dieses, ne, hier oben komme ich ja über die Lupe, komme ich ja hier in das History Trading. Und dort kann ich ja dann zum Beispiel halt hier, wenn wir schon gerade dabei sind, dass hier zieht man halt unten aus der Abteilung Experten StereoTrader hier rein. Dann wähle ich halt hier aus, was ich halt testen will. Mache hier so ein paar Angaben. Hier mein Timeframe M15, Spread, ja, was auch immer da steht. Das ist sowieso mal ein bisschen merkwürdig mit den Punkten. Visueller Modus muss aktiviert sein. Dann hier einmal auf volle Lautstärke das Ganze. Und hier muss jeder Tick ausgewählt sein. Und dann gehe ich hier auf Start. So. Und das, was jetzt kommt, das dauert jetzt ein bisschen, weil er jetzt erstmal halt auf die Suche geht nach den Kerzen, die ich hier überhaupt haben will, habe ich einen Zeitraum angegeben. Nee. Und das heißt, hier kann ich halt den StereoTrader und auch die ganzen Funktionalitäten als auch die meisten Add-ons kann ich halt hier einfach in der Historie testen. Das heißt, ich kann auch hier ganz normal handeln und um mich halt einfach auch mit den Funktionen vom StereoTrader vertraut zu machen. So, und das ist was, was im MetaTrader 5 halt einfach nicht geht. Das ist halt das Problem. Ne? Und das war vorhin gemeint, aber nicht das Handeln, um Gottes Willen. Das habe ich nicht gesagt. Ne? Das heißt, also deswegen habe ich auch vorhin gemeint, das hier ist auch prädestiniert, um dann halt solche Geschichten auszuprobieren, wie zum Beispiel das ATR Bracket. Ich kann mal gucken, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei mir jetzt hier überhaupt richtig funktioniert, weil ich halt hier wirklich auf der Baustelle sozusagen bin. Aber wir können es ja mal versuchen, wenn wir das Thema ja schon hatten. Ja, so, ne, hier sieht man auch, das wandert zum Beispiel mit, ne, und mit den Einstellungen, die hier jetzt drin sind. Und ich habe halt hier jetzt entsprechend erstmal das Smoothing, also halt die Glättung halt eingeschaltet. So, und da sieht man halt, wenn es aber halt dann nachhaltig in eine Richtung geht, ne, dann fängt der entsprechend dann auch hier eine Order dann halt auch ein. Beziehungsweise eine Position. Das hat man hier jetzt ja schön gesehen, da hat sich das ja aufgebaut. Ne? Das war ja halt hier, ist ja immer länger geworden, die Kerzen. Und dann kommt er da auch in den Markt rein. Ne? Und das sieht jetzt hier aus wie eine Gelddruckmaschine, so einfach ist es natürlich trotzdem nicht. Aber sowas ist dann halt schon, wenn man sich damit mit bisschen mal befasst, kann schon ein Hilfsmittel sein. Und wenn man halt eben auf der Suche ist nach Ausbrüchen. Ne? Also wie jetzt hier zum Beispiel, wo jetzt wirklich so ein bisschen der Punk auch abgeht, scheint es irgendwie an solchen Stellen, sieht man ja gerade jetzt auf Anhieb ganz gut, macht es dann auch Sinn, ne? Durchaus. Aber man muss das unbedingt vorher ausprobieren hier, wie ich es jetzt ja auch mache, im History Trading. Ne? Hoppla. Dafür ist es halt super geeignet. Und das geht mit dem MetaTrader 5 nicht. Die Add-ons gehen. Aber eben diese Testerei funktioniert kein Stück im MetaTrader 5. So, das glaube ich, haben wir jetzt aufgeklärt, lieber Klaus. Ne? Sehr gut. Alright. Okay. Sind keine weiteren Fragen reingekommen. Ich denke mal, dann können wir tatsächlich heute mal ein bisschen früher Feierabend machen. Wenn doch noch Fragen auftauchen, dann wir immer gerne an uns per E-Mail schicken. Und wir leiten das dann natürlich insofern weiter, wenn wir das selber nicht beantworten können. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie. Was gönnst du denn da? Ich lese die Fragen. Okay. Ich glaube, die Ich würde Kamera mich vergessen. natürlich freuen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie morgen früh auch wieder dabei sind. Viertel vor 9 geht es los. Ich wiederhole, Viertel vor 9, 8:45 Uhr.
Und Dirk wird natürlich auch da sein, pünktlich wie immer. Schreibe das mal Und auf. bis dahin wünsche ich natürlich noch einen schönen Abend. Ja, viel Erfolg. Ja, gut, beim Trading heute, aber ich weiß nicht, ob man heute noch unbedingt traden muss, aber Ich glaube, das braucht heute keiner. ich glaube auch. Und ja, dann bis morgen. Dirk, vielen Dank. Ja, danke Und du fürs hast das Warten. Schlusswort, auch wenn es kurz fällt wahrscheinlich. Ja, wie weißt du, Herr Nelson nimmt mir schon wieder alles vorweg. Nein, aber ich freut mich natürlich, dass halt dann auch mal nicht so viele Fragen sind. Ich hab vorhin mit dem Heiko Behrendt noch telefoniert. Ich habe dem schon gesagt, ich muss dem Nelson heute sagen, wir machen heute nur eine halbe Stunde Helpdesk, weil ich habe den ganzen Tag, glaube ich, gefühlt den ganzen Tag für ein Heiko Helpdesk gemacht. Von daher, ich höre den ganzen Tag nur Fragen irgendwie und vielleicht war ich deswegen auch etwas verwirrt, was das Timing angeht. Ich habe keine Ahnung. Oder es liegt dann doch irgendwie an zu wenig Schlaf. Also ich entschuldige mich nochmal, dass ich ein paar Minuten zu spät war. Gab es ja noch nie. Da gab es ja echt noch nie. Und tut mir leid, aber schön, dass ihr trotzdem die Geduld mit mir hattet und dann noch hier geblieben seid. Aber wie der Nelson ja auch gerade schon sagt, wir sehen uns morgen früh, hoffe ich doch. Und vor allen Dingen lasst uns Wann genau? bitte. Wann sehen wir uns mal? Morgen ich muss noch mal gucken, ich habe es mir auch geschrieben. Ich habe mit Edding auf die Hand geschrieben. Ich glaube um 8:45 Uhr morgen früh. Jetzt wollte ich hier ein Späßchen machen, ich will jetzt aber keine Verwirrung stiften. Nein, morgen 8:45 Uhr sehen wir uns hier zur Eröffnung vom DAX, der dann hoffentlich mit der Wohler durch die Decke geht, sodass wir auch ein paar Punkte da halt mitnehmen können. Und ja, ich sage dann einfach nochmal Danke an der Stelle. Und auch an den Nelson natürlich. Bist du eigentlich zu Hause, Nelson, oder? Nein, ich bin im Büro. Immer noch im Büro. Ja, siehst du, es kann ja auch früher gehen. Das ist doch schön. Freu dich doch. Ich freue mich auch, mit dir ein Webinar zu machen. So ist das nicht. Sagst du immer nur so. Du willst auch immer hier vorbeikommen, du kommst nie. Beim Bald. Helpdesk, du hast das letzte Mal noch gesagt, beim nächsten Helpdesk komme ich vorbei. Deswegen Ja. habe ich als kleine Wo ist er, Entschuldigung Nelson? heute Webcam kurz angemacht. Ach so. Das war der Ersatz, das ist jetzt sehr traurig. Nein, es ist überhaupt kein Ersatz. So, wir machen das Video nur unnötig länger hier. Ja, auf dem Niveau können wir das gerne machen. Also, schönen Abend, vielen, vielen Dank und bis morgen früh. Tschüss zusammen. Bis morgen. Ciao.